Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem Update hier bei Schattenwolf TV. Wieder einiges passiert bei uns letzte Woche. Leo und Jonas waren in München bei einem Workshop, um ihre Skills in Sachen Lichtsetzung zu verbessern. Wir freuen uns immer über Fanpost und letzte Woche hat uns der liebe André dieses Buch hier zugeschickt. Vielen Dank dafür. Und aus Dortmund haben wir auch Post bekommen, und zwar vom Comicland Dortmund. Vielen Dank für ein paar geile Comics. Heißt nicht Comicland Dortmund, ne? Weil Alperas immer so Comicland Dortmund. Als wenn das so der Name wäre, so wie Schattenwolf Köln. In unserer letzten Ausgabe haben wir euch gefragt, ob unsere Praktikantin ein eigenes Format erhalten soll. Und sagen wir mal so, die Antworten waren schon recht eindeutig. Und ich würde mal sagen, wir fragen mal nach, wie es mit dem neuen Format so aussieht. Hi, liebe Grüße vom Praktikantinnen-Schreibtisch. Ihr habt alle nach einem Praktikumsformat gefragt und gerade für den Anfang dachte ich mir, dass ein Q&A ganz interessant sein könnte. Das Ganze mache ich auch nicht alleine, denn die liebe Nicole kommt dafür nochmal vorbei. Also schreibt alle eure Fragen in die Kommentare und wir beantworten sie. Jonas mausert sich zum richtigen Gourmet und jetzt baut er sein Expertenwissen rund um Wein aus. Aber in guter alter Masterclass-Manier will er sein Wissen natürlich nicht für sich behalten, sondern plant Großes. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen will. Ich habe tatsächlich vor, mit einem sehr guten Kumpel von mir aus Hausach einen Podcast zu machen, in dem wir in jedem Podcast zusammen eine Flasche Wein trinken und den bewerten. Es wird aber nicht nur um Wein gehen, es wird auch um badische Worte gehen. Also wenn ihr schon immer wissen wolltet, was Wunderfitzig heißt oder Hackseicher oder keine Ahnung was, dann schaut auf jeden Fall rein, beziehungsweise hört rein. Alle weiteren Infos kommen dann. Für Cinema Strikes Back haben wir eine neue Folge für eine Handvoll Donuts produziert. Hier ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir stehen hier im Studio und drehen heute eine neue Folge für eine Handvoll Donuts. Und Handvoll Donuts. Der Dandy, also der Jonas, auch schon fleißig hier an Technik einstellen. Da kommt ich will auch nochmal Respekt geben. Da kommt der Moderator Respekt drauf. Wir spielen heute Sollen wir nochmal anfangen? Nee, lass uns so. Das muss ja chaotisch sein. Das soll so. Heute moderiert Alper und ja. Drin dann der Dandy gegen mich. Warum bin ich jetzt der Dandy? Du bist der Dandy. Und da kommt der Leo noch rein. Auf Twitch gab es letzte Woche 3 Streams von uns. Zum einen haben wir weiter The Forest gezockt und Alpa hat weiter versucht, bei Fall Guys eine Krone abzustauben. Wer die Streams verpasst hat, kann sich die Aufzeichnung übrigens auf dem Kanal anschauen. Seit letzter Woche könnt ihr uns auch auf Twitch abonnieren, also schaut mal vorbei. Unser Kanaldesign wird auch immer weiter ausgebaut. Nachdem wir im Stream jetzt das neue Design verwenden, das unsere Praktikantin gezaubert hat, wird es bald auch auf der Kanalseite selber etwas schöner. Auch hier ein kleiner Sneak Peek und auch hier großartige Arbeit von unserer Praktikantin. Diese Woche ändert sich unser Streamplan ein wenig. Dienstag gibt es wie immer The Forest, aber erst um 21 Uhr und Freitag gibt es dann wieder Alpa Live. Und am Mittwoch haben wir einen ganz besonderen Stream für euch. Wir feiern nämlich 3 Jahre Stahlfabrik und das live auf Twitch. Um 18 Uhr geht's los. Unseren gesamten Streamplan könnt ihr euch natürlich auf unserer Kanalseite anschauen. Im Bereich Fotografie gibt es diese Tage was ganz Besonderes und zwar bringt Polaroid hin und wieder mal sogenannte Duochrome-Filme raus. Das sind Schwarz-Weiß-Filme, die immer noch ein Farbelement unterlegt haben. Und jetzt ist halt Gelb dran und wie man hier ganz gut sieht, bekommt man da schon so ein paar Simpsons-Vibes. Wenn wir euch mehr über Polaroid erzählen sollen, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Interessiert keinen! Doch! Nächste Woche erwartet euch auf Cinema Strikes Back ein Special über die erfolgreichsten... Das sieht aus, als wenn du dir gerade die Hose aufmachen würdest und denkst so, voll irritierend, wenn du da am Gürtel rumspielst. Nächste Woche erwartet euch auf Cinema Strikes Back ein Special über die erfolgreichsten deutschen Filme, eine neue Kritik und natürlich ein neuer Podcast. Wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei uns so abgeht, dann abonniert Schattenwolf und wir sehen uns im Livestream oder in der nächsten Folge von Schattenwolf TV.